I think it's not a fresh off the plane. Sie sind ja nicht das erste Mal in Deutschland, sonst wäre es ja noch spannender gewesen, sondern schon das vierte Mal, weil Ihre Erfolgsserie nicht abreißt und weil die Mädels ganz wild nach Ihnen sind hier in Deutschland. Und vielleicht ist es ja auch deswegen, weil in Amerika dieses Boygroup-Phänomen gar nicht so greift wie hier bei uns in Europa. Das werde ich Sie jetzt erstmal fragen. Kennt ihr Take That? Have you ever heard of Take That? Yeah, definitely. We met them. Sicher. Wir haben sie in England beim Smash Hits Festival kennengelernt. Bevor wir nach Europa kamen, haben wir aber nur von Take That und keiner anderen Boygroup gehört. Caught in the Act, Boyzone, Worlds Apart waren ganz neu für uns. Wir haben uns dann erstmal gefühlt, als ob man uns mit all den anderen in einen großen Topf geschmissen hätte. Die Leute haben gesagt, ihr seid nur eine weitere Boygroup. Worin unterscheidet ihr euch von den anderen? Das werden wir ständig gefragt. Aber die anderen sind auch nicht schlecht. Unser Lieblingsalbum ist das von Bed and Breakfast. Vielleicht könnte man ja NKOTB als ihre Vorbildband sehen. Wahrscheinlich kotzt sie diese Frage schon richtig an, weil sie sie ständig hört. Wir werden mit den New Kids verglichen, weil wir aus den USA kommen und weil wir auch zu fünft sind. Bei solchen Vergleichen fühlen wir uns aber ziemlich falsch beurteilt. Wir sind nicht irgendwelche Kopien. Jeder von uns hat seine eigene Persönlichkeit und seinen eigenen Stil. Na gut, lass uns halt mal ein bisschen mehr darüber reden, wie denn jetzt das zum Beispiel aussieht, wie euer Leben denn jetzt aussieht. Ist es eine einzige Party, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Deutschland kommt und ihr auch touren werdet mit DJ Bobo später? Ist es so, dass die ganze Zeit Party ist und die Mädels rennen euch die Hoteltüren ein oder findet ihr da irgendwie noch einen Weg, euch zurückzuziehen? Also normalerweise läuft das so ab. Nach der Show fahren wir ins Hotel, essen meist eine Kleinigkeit und gehen dann zunächst auf unsere Zimmer. Da können wir uns entspannen, duschen und uns nach der Show auf uns selbst besinnen. Anschließend gehen wir nochmal runter, um Autogramme zu geben und uns vorzustellen. Wir wehren die Fans nicht ab, sondern wollen genau die gesunden, stattlichen Jungs sein, die wir sind. Wir quatschen dann meist noch ein, zwei Stunden mit den Fans und gehen dann schlafen. Manchmal bleibe ich auch länger mit den Fans zusammen, aber wir feiern gewiss nicht dauernd Partys. Schließlich müssen wir auf unsere Gesundheit achten und auf längeren Tourneen früh ins Bett gehen, weil sonst irgendwann die Stimme versagt. Can't be out late every night if we're on a tour that's going to last a couple weeks. You know, you got to go to bed at a decent hour so we don't lose our voices. You know, we got to take good care of ourselves. Yeah, sounds as if you would lose it soon. Das kommt, weil ich ziemlich müde bin. AJ hat eben eine raue Stimme. Plus, I'm tired as always. Apropos singen, ich weiß nie so recht, wie ich das anbringen soll. Ist mir auch mal ein bisschen peinlich, aber für euch auch und auch natürlich ein bisschen für mich möchte ich immer gerne ein bisschen was a cappella hören, weil es ist ja auch so ein bisschen ein Singesbeweis, damit ich auch höre, dass das alles kein Playback ist, sondern wirkliches eigenes Können. Okay, wir singen einen Song mit dem Namen Just to be Close. Er ist auf unserem Album. This is cool. We have to get wir müssen erst die Tonart treffen. Der Song ist in H-Dur. Hey, it sounds pretty good to me. Everyone's great. Singing to my... Was that it? Great! It's just kidding. One, two, three. Ooh. Just to be close to you. Just to be close. Yo, drop the verse. Like a flower to a tree. Ooh. That's how close I wanna be. To your heart. Baby, to your heart. Like the stars to the night. And daytime is to light. We'll never part. We'll never part. Baby, I want you to be the only thing that I see. Cause I believe it's a destiny. Just to be close. Just to be close. It's the only thing that I wanna do. Ooh, just to be close. Just to be close, just to be close to you, closer to you, just to be close. Ooh,
wanna be close to you. Is it done now? Oh, yeah, I'm sorry. Ich habe leider ein bisschen früher unterbrochen, weil ich... Es war sehr beeindruckend, sehr beeindruckend. Eigentlich könnten Sie sich dann fast Ihre Performance gleich hier noch sparen. Nee, natürlich nicht. Natürlich sollen Sie sich die nicht sparen, weil ihr habt ja noch einen Song mitgebracht. Den müsst ihr ja langsam mal umbauen für die Performance hier.